Okay. Ich glaube, wir sollten uns mal ein bisschen über das informieren, was da gerade auf uns zugekommen ist. Also sowohl die Kleinen als auch die Großen. Mensch, ich krieg's mal wieder nicht hin. So, wo haben wir denn das? Wir haben schon ziemlich viele verschiedene Viecher getroffen, muss ich sagen. Aha. Schleichende Leiche. Größe mittel, Schwierigkeit niedrig. Es gibt eine seltsame magische Wurzel, die nur im Land der Toten wächst und sich von den Kadavern toter Kreaturen ernährt. Diese Pflanze verzehrt alles organische Material in ihrer Umgebung. Wenn sie satt ist, entwickelt sich aus den Leichen, die sie verspeist hat, ein eigenständiges Lebewesen. Sobald sie voll ausgewachsen ist, begibt sich die schleichende Leiche auf die Suche nach lebenden Kreaturen, die sie verschlingen kann. Klingt verdammt sympathisch. Der schleichende Sarg. Größe groß, Schwierigkeit mittel. Manchmal sucht sich eine schleichende Leiche ihre Nahrung in einem Sarg. In diesem Fall verlässt die Pflanze den Sarg nicht mehr, sondern benutzt ihn als Rüstung. Um beweglich zu bleiben, lässt die Wurzel ihre Äste durch die Seitenwände des Sarges sprießen und wird so zu einem vierbeinigen Monster, das noch gefährlicher ist als sonst. Ihr habt einen absoluten Schaden, Leute. Aber hier drüben gibt's das, oder? Ich brauche einen Schlüssel. Okay. Gut zu wissen. Hier, da ist er doch. Ich habe das Fragment einer Titanenrune gefunden und gebe es auch gleich wieder ab. Okay. Das war zugegebenermaßen ein etwas unerwarteter Mechanismus, der mich weiterbringt im Spiel. Aber ist schön, dass das tatsächlich der Weg ist, der im Level vorangeht. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt gedacht, weil der doch ein bisschen versteckt war, ne? Also im Vergleich zu dem Punkt, wo der Lichtstein herumlag. Ist, glaube ich, nix. So, schnell nach drüben. Gibt's denn da rechts was? Ich glaube schon, ne? Ist halt die Frage, geht's da weiter oder hier links? Ich gehe mal links erst. Ich glaube, das ist bloß eine kleine kackige Insel, ne? Hier liegt keiner. Hops. Wir können schon verdammt große Entfernungen jetzt überwinden. Nein, hier sind die Mechanismen. Okay. Wir brauchen zwei Stück diesmal. Geht klar. Sollte machbar sein. So, ich vermute mal, die Mechanismen finden wir dann da... da drüben. Man kommt aber auch so schnell in die Brühe rein, ne? Wenn man nicht aufpasst hier. Hops. Oder hätte ich ja noch ein ganzes Stück weiter gekonnt. Okay. Sieht schon kuschelig aus hier. Oh nein, Särge. Oh Mist, konnte sie nicht aufhalten. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt möglich ist, die aufzuhalten an der Stelle. Oh Gott. Zwei auf einmal von der Sorte. Na, das kann ja nur großartig werden. Oh nein. Herzlichen Glückwunsch! So, schauen wir doch mal. Immer schön umkreisen und am besten den einen immer so stellen, dass der andere genau im Weg steht. Das war mein Gedanke. Wenn die sich dabei noch gegenseitig hauen, ist das natürlich noch umso besser. So, gehen wir mal kurz ins Fern. Dankeschön. So, ich glaube, das funktioniert ganz gut nach dem Schema. Kommt mir zumindest so vor. So. Okay, ich muss mal irgendwie durch. Ja, ja, ja. Okay. So weit, so gut. Ah, schlecht.
Oh, gut. So, die Dinger sammeln wir ein. Und jetzt sollten wir den ersten noch langsam haben, genau. Okay, raus mit dir, du kleiner Bastard. Wenigstens gehen die Särge auch sofort kaputt und bleiben dann nicht noch da. Das wäre ja mies. Okay. Das macht die Sache schon ein ganzes Stück einfacher und da haben wir es doch auch schon. Ging jetzt schneller als gedacht. Ich muss sagen, ich hatte doch irgendwie mit... Ach ja, stimmt, du lebst da noch. Ich hatte doch irgendwie mit größeren Komplikationen gerechnet dabei jetzt. Okay. Ein Fragment für uns. Und ich vermute mal, wenn wir eines haben, werden wir schon mal irgendwie den Mechanismus so aktivieren können, dass wir weiterkommen, oder? Wir probieren es mal. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann in eine Richtung aufgeht. Und wenn wir den zweiten dann haben, dann geht es halt auch in die andere Richtung noch weiter. Irgendwie so vielleicht. Keine Ahnung. Oh Gott. Gehen Sie mal aus dem Schlamm da raus. So, setz mal ein. Tut sich schon was? In der Tat. Ich bin mir ja nicht sicher, ob das wirklich so gut ist, diese Dinger wieder zum Leben zu erwecken, wenn ich ehrlich bin. Aber na gut, wir schauen mal. Jetzt kommen wir auch hier durch, ohne Probleme, okay. Ah, hier drüben. Halt, 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 da unten hat jemand das für uns. Wieder eine Schriftrolle? Nein! Ein weiter Schattenmagiestein, okay. Da bin ich doch gern dabei. Okay, müssen wir da drüben? Ne, ich glaube, es reicht, wenn wir einfach auf der Insel unten landen, ne? Oh Gott, das war ein total verkorkster Sprung gerade. Ja, 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 ist ja gut. Du und deine Flügelchen. Oh nein! Ihr habt sie doch nicht alle, ey. So, ich muss erstmal den einen hier tot kriegen, damit er nicht auch noch in den Sarg reingeht. Immerhin. Oh nein, Mist, es ist doch noch einer gekommen. Das macht er doch mit Absicht, die Ärsche, oder? Ihr schickt so lange neue Leute nach, bis alle Särge gefüllt sind. So kommt es einem noch vor, so ein bisschen. Okay, ich gehe mal ein bisschen zur Seite. Halt! Ja, genau, das war der Gedanke. Schnell weg, um da nicht rein zu geraten. Ah, Mist. Zack, wunderbar. Hat ganz gut geklappt. Mist. Ich kann mich nicht auf alle gleichzeitig konzentrieren. Das ist total ungünstig, muss ich sagen. Man kann nicht alle drei im Auge behalten von ihren Bewegungen her, ob sie da gerade eine neue Attacke starten wollen oder nicht. Und da ist es ja auch noch so verdammt eng. Das macht die Sache nicht unbedingt einfacher. So. Oh, ehrlich. Und schnell weg. Das habe ich zum Glück noch gesehen. Ups. Ja, haut euch gegenseitig. Finde ich gut. Ich roll mich da mal durch zwischen euch. Stört euch nicht dran. Okay. Und zack. Jawohl. Schön. Freut mich, wenn ihr euch haut. Ah, Mist. Da war die Serie hinüber. Aber zumindest ein bisschen Lichtmagie habe ich schon wieder. Sehr gut. Der erste ist klein. Dann stürze ich mich erstmal auf den drauf, bevor der hier wieder irgendwie anfängt zum Leben zu erwachen. Gut. Und zack. Sehr schön. Gut, 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 gut. Ich dachte, den hätte ich schon, den Typen. Aber nein, der ist doch noch am Leben.
Beziehungsweise war. Irgendwie hat sie ihn dann doch erwischt. So, holen wir uns dich noch. Und dann macht das die Sache doch bedeutend einfacher. Die haut auch gut zurück bei meinen Schlägen, ne? So. Das hätten wir schon mal. Das zweite Fragment ist mein und ich gehe mal ganz kurz hier oben schauen, ob wir hier noch irgendwas Hübsches für uns haben. Sieht aber nicht danach aus. Nee. Das ist natürlich schade. Dann wäre das wahrscheinlich einfach bloß ein Rückzugsort im Kampf gewesen. Aber brauchen wir nicht. Wer braucht schon so einen Scheiß? Rückzugsorte, also bitte. Frage ist, wo muss ich lang? Ich glaube, ich muss doch hier irgendwie nach oben und dann... Ah ja, rechts auf die Hand, ne? Das ist mein Rückweg. Ja. Sehr gut. Hops. Schön. Ich glaube, so langsam habe ich es doch ein bisschen raus mit dem Gehüpfe. So, gehen wir doch gleich mal auf dem direkten Wege wieder. Rüber und dann ist der Weg auch offen. Der Titan erwacht erneut. Besten Dank, das ist sehr freundlich von dir. So, hier drüben ist alles beim Alten, ja. Halt, du musst auch irgendwie auf ihn drauf oder drunter durch. Keine Ahnung. Ich glaube, wir müssen drunter durch. Aber wisst ihr was? Ihr könnt mich mal. So, kämpft doch mit jemand anderem. Ist mir doch egal. Was schert ihr mich denn? So ehrlich. So, muss ich noch höher? Oh Gott, nicht drüber rausspringen, Gabriel. So ein bisschen unsicher fühle ich mich ja schon immer, wenn ich auf den Armen lang laufe. Oh, das war ein unerwartetes Levelende. Gut, wir haben den Titanenfriedhof geschafft. Das ging doch relativ gut. Einen Lebensstein und einen Lichtmagiestein haben wir verpasst. Okay, gleich zwei von vier nicht gekriegt. Na, das ist ja spannend. Muss ich wahrscheinlich nochmal irgendwann suchen gehen. Ist aber egal. Wir haben den Titanenfriedhof hinter uns gelassen und nun geht es weiter im Reich der Toten mit der Feuerspitze.